Ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal ukrainischen Boden betreten darf, seit ich Bundesminister bin. Ich treffe nachher gleich meinen ukrainischen Amtskollegen Mykola Solski. Es geht darum, dass wir uns gemeinsam anschauen, was wir tun können, damit ukrainisches Getreide dort landet, wo es dringend benötigt wird, im globalen Süden, wo die Menschen darauf angewiesen sind, aber auch die Ukraine natürlich darauf angewiesen ist, dass die EU ihr Getreide exportieren kann, um Einnahmen zu generieren. Wir als Bundesrepublik Deutschland helfen dabei und das wollen wir hier gemeinsam besprechen, damit es noch besser klappt angesichts der Bedrohung durch Wladimir Putin und durch Russland. Aber ich will nur einen zweiten Punkt sagen. Ich stehe hier auf dem Boden der freien Ukraine. Die hätte es, wenn sich die Pläne von Putin und seiner Verbrecherbande realisiert hätten, nicht gegeben. Dann hätte ich jetzt russischen Boden betreten. Ich betrete aber den Boden der freien Ukraine. Und das wird so bleiben, dank der Ukraine, dank ihrem Widerstandswillen, dank ihrer Freiheitsliebe, dank aber auch der Unterstützung aus dem Westen. Es ist gut angelegte Unterstützung. Vergesst mal nicht, es ist nicht nur Putin. Putin hat viele Agenten, Putin hat viele Verbündete, leider auch im Westen. Manche davon sind auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und es ist wichtig, dass wir hier nochmal versichern, dass wir gerade angesichts der aktuellen Debatten ohne jedes Wenn und Aber an der Seite der Ukraine stehen. Und zwar so lange, wie es notwendig ist, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität wiederherstellen kann. Da geht es nicht nur um die Ukraine, sondern es geht auch um die Welt, in der meine Kinder, unsere Kinder aufwachsen. Ob es eine Welt ist, die von Verbrechern, von Mafia, von Diktatoren bestimmt wird, oder ob es eine Welt ist, wo die Bürgerinnen und Bürger selber entscheiden können über ihre Zukunft. Wer Letzteres will, darf auch nicht für eine Sekunde daran zweifeln, wo wir stehen. Nämlich an der Seite von denjenigen, die sich für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für Zivilisation einsetzen.